Games mit Hübi TV. Hübi ist schon bereit, Hübi wartet schon drauf, hat schon einen Stream gestartet und gleich geht's los. Wir, Benni und ich, erklären euch jetzt noch ganz kurz, was dann anschließend an Hübi passiert, an die Viewer Games. Um 13.15 Uhr circa starten wir hier mit einem Turnier Lootkit. Heißt, wir spielen Local Multiplayer Games auf diesen zwei Couchen direkt auf diesem Fernseher. Das könnten Brawler sein, das könnten Racer sein, das könnten unterschiedliche Spiele sein, die alle eins gemeinsam haben. Sie bringen viel Spaß und viel Leid. Nein, sie bringen hauptsächlich Spaß. Wir spielen sie direkt hier. Wenn ihr bei diesem Spaßturnier mitmachen wollt, dann würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch bis 13 Uhr registriert. Ihr könnt das machen. Ganz hinten in dieser Halle, da steht ein gelbes Banner, das genauso ausschaut wie dieses Logo und dort könnt ihr euch anmelden. Alternativ könnt ihr um 13 Uhr einfach hier auch noch euch anmelden. Das Ganze ist ein Team-Turnier, heißt, es geht darum, dass ihr mit 1, 2, 3 anderen Leuten bei diesem Spaßturnier dabei seid. Ein wichtiger Punkt, Benni. Ist es wichtig, dass ich alle Spiele vorher kenne und extrem trainiert habe? Nein, wahrscheinlich kennt man sie vorher auch gar nicht, man kann sie auch gar nicht trainieren. Ihr habt großes Glück, wenn ihr mal eins kennt. Es geht gerade um das, jeder, also viele kennen das noch von früher oder auch von heute noch. Man kommt irgendwie zu einem Kumpel, der sagt, ich habe ein super cooles neues Game. Man setzt sich einfach hin, es ist nicht sehr schwierig, es gibt vielleicht 3 Knöpfe oder sowas und dann geht man sofort in die Action und genau darum geht es. Und genau das werden wir heute mit euch hier machen, deswegen unbedingt anmelden, wenn ihr dabei sein wollt. Wie gesagt, bis 13 Uhr da hinten oder ansonsten genau. Quasi so Last-Minute-Check-In direkt hier an der Bühne. Niemand kennt die Spiele, alle Spiele sind super einfach innerhalb einer halben Minute zu lernen und es ist perfekt, um neue Leute kennenzulernen oder mit der Gruppe an Freunden, mit der ihr hier seid, gemeinsam ein bisschen Spaß auf der Bühne zu haben. Wir freuen uns auf euch und jetzt geht's auch schon los mit Hübi. Auf geht's. Applaus für Hübi. So, hört man mich? Ja, wunderbar. Grüßt euch. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich habe jetzt kein krasses Bühnenprogramm oder so vorbereitet, also ich bin jetzt nicht so Mario Barth-mäßig oder so unterwegs. Ich bin quasi nur so die Mittagsbelustigung für euch. Und wir haben hier was, wenn wir dann den Stream hier auch gezeigt bekommen von unserem großartigen Technikmann. Du machst das super. Kriegen wir den Stream hier noch? Super. Genau, dann spielen wir 11 Viewer Games Racing. Das ist, ich weiß nicht, einige von euch, die vielleicht schon mal in meinem Stream rumgeschimmelt sind oder in irgendeinem anderen, vielleicht kennt ihr Marbles. Ne? Das ist so ein Spiel, da schreibt man Ausrufezeichen Play in den Chat und dann erscheint mit dem eigenen Twitch-Namen so eine Murmel und die rollt dann so eine Bahn runter und es ist komplett zufallsbasiert, wer da gewinnt. Viewer Games Racing ist quasi exakt das Gleiche, bloß dass, wenn ihr euch da einwählt, kriegt ihr keine Murmel, sondern so ein kleines Auto. Das heißt quasi, ja, wir spielen jetzt eigentlich alle zusammen. Ihr braucht einfach alle nur ein Handy. Also ihr könnt einfach euer Handy nehmen. Der Twitch-Kanal, man erkennt es nur ganz grob, ist hier oben. Also Games Bavaria. Warte mal, ich kann mit meinem Schatten arbeiten. Ha, wunderbar, da. Games Bavaria ist der Twitch-Kanal. Da dürfte der Stream jetzt auch schon laufen. Ich glaube, das ist sogar meine Kamera. Hallo Online-Zuschauer. Genau, und ich starte dann gleich die erste Runde.
Und da gibt es noch einen Trick. Also es ist leider nicht so einfach wie bei Marbles, dass man einfach nur Ausrufezeichen Play in den Chat schreibt. Sondern wenn ihr dann quasi auf dem Twitch-Kanal seid, ich weiß, es ist sehr klein, wenn ich das jetzt hier zeige, aber das ist quasi das normale Twitch-Layout, dann habt ihr im Chat so mittig, rechts, Mitte in der Ecke, über dem Chat, habt ihr diese Viewer Games Racing Erweiterung. Und wenn ihr da draufklickt, dann müsst ihr da noch eine Bestätigung geben. Und sobald dann die Runde losgegangen ist, könnt ihr dann quasi, glaube ich, Play drücken und euch da dann sogar ein Auto auswählen. Da kann man so einen Monster Truck fahren und so ein Formel 1 Auto und was weiß ich. Und dann erscheint quasi euer Auto hier drin. Und was dann auch noch ganz spaßig ist, ihr könnt dann sogar Items einsetzen. Also es ist tatsächlich so, dass es nicht nur Zufall ist, sondern ihr könnt, glaube ich, auch Nitro einsetzen, dann zischt ihr einfach voll davon. Oder ich glaube, man kann auch irgendwie einen Ölfleck setzen, ich bin mir gar nicht so genau sicher. Aber es ist eigentlich ziemlich witzig. Und ich werde dann auch nachher mal ein bisschen fragen, wer sozusagen welcher Name, welches Auto ist, damit ich mal ein bisschen die Namen hier im Publikum zuordnen kann. Ich will euch ja auch alle kennenlernen. Und dann machen wir einfach eine lustige Mittagsbespaßung. Also das ist einfach, es wird einfach richtig unterhaltsam. Und ich würde sagen, ich starte jetzt mal die erste Runde. Wir nehmen jetzt einfach hier Silicon Valley. Wir sind ja alle große Ami-Fans. So, jetzt probieren wir einfach mal eine erste Testrunde. Ja, es funktioniert. Ich bin stolz auf, ihr seid großartig. Ihr seid der Hammer, richtig. So, jetzt erscheinen eure Namen hier drin. Da Michael Nummer 3, den kenne ich, der schimmelt auch bei mir im Chat immer rum. Ganz gruseliger Typ, also wirklich, nimm dein Auto bitte wieder raus, okay? Das sehr schön, genau. Also aktuell können wir mit 30 Leuten spielen. Sollten wir das voll bekommen, können wir nachher auch noch erhöhen. Also, aber ich glaube, dass wir jetzt hier in der kleinen Gruppe da ganz unterhaltsam sind. Für alle, die jetzt nochmal frisch dazugekommen sind. Also einfach auf den Twitch-Kanal von Games Bavaria gehen. Hier ist gerade aktuell ein Stream live. Da gibt es eine kleine Erweiterung rechts über dem Chat, Pure Games Racing, das ist so ein kleiner bunter Button. Und da könnt ihr, ach du Scheiße, wir hatten diesen riesen LKW hier gerade reingeladen. Wer hier hat diesen riesen LKW? Ja, abgelehnt, wer von euch ist ja abgelehnt? Bist du das? Sehr geil. Ja, super. Ach du Scheiße, das ist auch Shy Guy. Oh, Shy Guy, auch ein ganz schlimmer Typ. Jetzt nehmt ihr alle diesen riesen LKW, wollt ihr mich verarschen? Also es ist auch noch so angeblich, ich persönlich halte das für ein Gerücht, dass die ganzen unterschiedlichen Autos auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, also dass halt das Formel-1-Auto schneller fährt als der LKW. Aber aus den Erfahrungen, die wir jetzt aus dem Stream gesammelt haben, ist es eigentlich so, dass alle gleich schnell fahren. Aber wie gesagt, ihr könnt dann auch Items einsetzen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal die erste Runde. So alle, die später dazukommen, die spielen einfach in der nächsten Runde mit. Ich drücke jetzt hier oben einfach mal auf Start. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Also jeder, der jetzt noch irgendwie sein Auto reinbringen will, ach, wisst ihr was, scheiß auf den Countdown, wir starten einfach direkt. Es ist, pass auf. So, okay. 24 Leute sind hier drin. Ich will dann auf jeden Fall wissen, wer von euch das Siegerauto hatte. Das ist jetzt mir persönlich sehr, sehr wichtig. Es lädt noch. Ich hoffe, unser Internet macht das gleich mit. Ich bin mir auch nicht sicher, das Notebook, was wir hier haben, das ist vom Stefan, der hat das Ganze hier mitveranstaltet. Der ist technisch, aber sagt's ihm nicht. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sein Laptop das mitmacht. Wir haben noch einen wunderschönen Ladebalken, wir schaffen das. Vielleicht habt ihr noch die Chance, frisch reinzukommen. Ich bin mir nicht genau sicher. Notfalls müssen wir nochmal die... Yassin! Warte mal, Yassin ist dabei, der ist aber nicht hier, oder? Ich glaube, Yassin ist online dabei. Yassin, grüß dich. Ich finde es großartig, dass du hier ein Auto reingeladen hast. Also es ist echt super. Einige Namen erkenne ich bei mir aus dem Chat. Ich bin mir jetzt echt etwas unsicher. Ich kann noch ganz kurz was zur Messe erzählen. Also die Messe ist heute Morgen. Ich muss jetzt hier so ein bisschen unangenehm diese Pause überbrücken. Das ist mal auf der Bühne immer ein bisschen schwierig. Also es ist jetzt quasi die erste GT Bavaria, also wirklich das allererste Mal. Ich bin auch sehr froh, dabei zu sein, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das macht immer sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns auch nächstes Jahr wiedersehen. Aber jetzt reden wir mal nicht über nächstes Jahr, sondern über dieses. Weil natürlich, wenn wir in Bayern noch eine Messe haben, ist natürlich cool. Da müssen wir nicht alle immer nach Köln tigern. Aber irgendwie will unser Spiel jetzt gerade noch nicht. Passt mal auf, jetzt machen wir mal kurz einen technischen Check. Ich glaube, das Spiel ist uns abgeschmiert. Ich glaube, der Laptop hat mal ganz... Oh, ach, das ist ja... Ich glaube, so sollte das nicht sein. Kein Problem. Wir reduzieren mal die Teilnehmerzahl. Wir reduzieren mal die Teilnehmerzahl. Oh, jetzt sehen wir ganz viele private Daten. Stefan, es tut mir unfassbar leid, dass du das hier siehst. So, warte mal, hier müssen wir Steam öffnen. Einen Moment. Ist das in Ordnung für dich? So, wenn ich hier deine privaten Daten leake und alles? Das ist okay, top. So, Viewer Games, jetzt schauen wir nochmal. Okay. Ja, es wäre ja auch, also ich kann das auch aus meinem persönlichen Alltag erzählen, wenn man irgendwas Neues startet, auch im Stream, das erste Mal funktioniert nie. Also legit nie. Das ist richtig schlimm, egal was man neu startet.
ist erstmal total Panne, dann ist man als Veranstalter oder muss jetzt die Musik hier so reinspannen? die wird ja immer noch lauter. Seid ihr das? Das ist von euch? Nee, aber das ist auf jeden Fall. Ach, das ist das Spiel. Ah, wunderbar. Nee, aber es ist auf jeden Fall so, wenn man irgendwas so startet, das geht immer erstmal gar nicht. Dann ist man als Streamer oder Veranstalter total frustriert. Und als Zuschauer findet man es eigentlich mal total witzig, weil der Streamer immer total ins Struggle kommt und übertriebene Probleme hat und schwitzt. Und das findet man dann als Zuschauer total leiser. Ich hasse es. So, jetzt passt mal auf. Vielleicht kann man auch irgendwie, ich weiß nicht, ob die Grafik noch runterdrehen können. Ich schaue noch ganz kurz, dass der Laptop nicht komplett abfällt. Find mir noch fix einen Ersatz-Laptop. Ist da was möglich? Ist schwierig. Aber wir probieren es nochmal. Das ist ein Versuch, will ich noch starten. Ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, mich hier über das zu geben. Aber ich glaube, es hat uns noch mal lassen. Wir können ja mal ganz kurz in deinen Taskmanager schauen. Pass mal auf. Aber ich kann mir vorstellen, dass dir hier jetzt schon mal hier mal ganz kurz die Leistung frisch zusammen rein. Microsoft Windows will sich gerade verabschieden. So, die CPU rattert auf 100% hoch. Oh ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Pass auf, einen Versuch starten wir jetzt noch gemeinsam und ansonsten wurde mir auch gesagt, haben wir hier ein Ersatzspiel, was wir jetzt zusammen spielen können. Ich sehe auch, du spielst Warhammer. Du bist großer Warhammer-Fan? Du bist Warhammer-Fan? Du hast da ganz viele Warhammer-Spiele in deiner Bibliothek. Sehr schön. So, wir probieren es jetzt noch einmal zusammen, ansonsten finden wir irgendein anderes cooles Programm. Da bin ich optimistisch. Ich muss einfach ein bisschen improvisieren. Das ist das Wichtige. So, jetzt schauen wir nochmal. Jetzt sagen wir hier einfach nochmal, wir wollen ins Hauptmenü. So sieht aus. Wir sind Silicon Valley nochmal. Dann beschränken wir jetzt aber die Teilnehmer einfach mal auf 20. Machen wir es gleich 15. Wollen wir jetzt einmal nicht zu viel verlangen? Gehen wir einfach mal auf Start. Das Prozedere bleibt das gleiche. Wunderbar. So, jetzt probieren wir es nochmal. Kriegen wir nochmal ganz kurz. Mit allen, die jetzt hier auf Twitch, auf dem Games Bavaria-Kanal dabei sind, nochmal ganz kurz hier die Spieler voll. Wunderbar. Sandra, wer ist Sandra? Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Sehr cool. Dann haben wir auf jeden Fall schon das erste Auto. So, jetzt sind wir schon 8 Stück. Ich glaube, die Autos erscheinen noch. Ich glaube, die müsst ihr auf eurem Ding auswählen. Oder unser Laptop hat sich gerade wieder verabschiedet. Das ist das, was ich gerade tatsächlich eher vermute. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, wir brauchen ein Ersatzprogramm. Ich glaube, wir machen das nochmal. Wir finden nochmal irgendwo heute einen anderen Laptop und dann machen wir das nochmal. Das will ich schon sagen. Aber ich glaube. Wir prüfen gerade ein Ersatzprogramm. Da bin ich mir sicher. Wir müssen einfach. Wir bleiben entspannt. Mach dir keinen Druck. So, das ist. Du willst nicht gesehen werden. Ach so, die Leute wollen nicht, dass dein Gesicht sozusagen mit dieser Blamage hier in. Verstehe, ja. Ich nehme das gern auf mich. Aber ich glaube, der Laptop ist. Der ist auch sehr warm. Nee, passt. Ich glaube, dann warten wir jetzt einfach ganz kurz, bis wir was anderes geliefert bekommen. Ich weiß gar nicht. Das ist. Euch, ihr beide. Ich komme jetzt einfach mal ganz kurz zu euch. Passt mal auf. Jetzt setzen wir uns einfach mal hier runter. Haben wir ein Mikrofon? Willst du nicht ins Mikrofon reden? Wo kommt ihr her? Nee, Ingolstadt. Wie lange seid ihr gefahren? Stunde mit dem Zug. Ja, ich bin auch eine Stunde gefahren. Es war eigentlich entspannt. Was habt ihr euch so gedacht, wenn ihr herkommt? Was waren so eure Wünsche? Oder was? Mich zu sehen? Oh, das ist super süß. Das hättest du nicht sagen müssen. Ja. Auf welchen Messen wart ihr sonst so? Gamescom? Zürich Büchermesse. Die ist Leipzig, oder? Hat Zürich auch eine Büchermesse? Nee, Zürich hat keine Büchermesse, oder? Leipziger Büchermesse. Nee. Cool. Was zockt ihr so privat? Was sind so eure Hauptgames? Ich meine, ich weiß natürlich so grob, aus welcher Ecke ihr kommt, aber Zelda, ganz groß. Was ist dein Lieblings-Zelda? Breath of the Wild. Hast du davor auch schon Zelda gespielt oder war Breath of the Wild so dein Einstieg? Geht, glaube ich, vielen so, ja. Durch ihn? Oh, seid ihr zusammen? Ja. Wie lange schon? 9 Jahre! 8! Uiuiuiui, ui, ui. Nicht schlecht.
Seid ihr auch schon verheiratet? Ja. Oh. Wann kommt der Antrag? Okay, ich möchte euer Privatleben jetzt nicht weiter. Ich finde es aber super, dass ihr hier seid. So, ich hüpfe mal wieder ganz kurz hier hoch. So, ich frage mal ganz kurz nach, was wir als Ersatzprogramm geliefert bekommen. Habt ihr Vorschläge, Ideen? In ungefähr ein paar Minuten kannst du vier Leute auf die Bühne holen und mal eine Runde mit ihnen spielen. Okay, und was spielen wir? Kann ich dir noch nicht sagen. Du kannst mir noch nicht sagen, was wir spielen. Okay, also mir wurde gesagt, ich darf nachher vier Leute von euch hier auf die Bühne holen, die gemeinsam mit mir zocken. Das finde ich auch schön. Ich kann euch leider noch nicht sagen, was wir spielen. Aber es ist, du bist auf jeden Fall dabei, Meister. Dich will ich hier oben auf der Bühne sehen. Wenn du verlierst, haben wir beide ein Problem. Weil du bist unter meinen Fittichen, ne? Versprochen? Sehr schön, wunderbar. Ich glaube, für alle, die vielleicht noch Lust haben, sich was zu essen und trinken zu holen, ich glaube, jetzt so 2-3 Minuten haben wir noch. Also das ist, falls ihr noch irgendwie Verpflegung braucht oder so, ich glaube, das wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Ich sehe hier auf jeden Fall schon Xbox-Controller rumliegen. Spielen wir PC oder Konsole? Ah, PC mit Konsolencontroller, okay. Und wird es eher ein Racing-Game oder ein Simpel, es geht um Holzfällen. Holzweh, ach so, okay. Also, wir werden Holzfällen auf der Bühne, wurde mir gesagt. Also, aber keine Sorge mit Controller, also ihr müsst jetzt nicht die Säge schwingen oder sowas. Da hatte ich auch gerade im Kopf. Ist so schlimm. Also wir haben nur mal ganz kurz, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also in meiner Twitch-Kultur, da kann man sich ja 1000 verschiedene Emotes machen. Und ich glaube, wir haben wirklich mit Abstand die schlimmsten Emotes auf ganz Twitch. Es ist, also da sitzt eine Hauptverantwortliche, das ist die Caro. Die ist ganz häufig bei mir in den Streams dabei. Und die macht die schlimmsten Emotes. Das ist ihr Emote war einfach ein Bild von einem Baumstamm mit einem draufgemalten Smiley. Und das ist jetzt einfach überall. Es ist nicht aufzuhalten. Caro, du spielst dann auch mit. Als Erfinderin vom Holz-Emote. Ich mach die. Wenn du gewinnst, dann mache ich das. Sehr schön. Ich finde es super. Wir haben einfach auch so Spaß. Das ist sehr cool. Übrigens auch Grüße an alle da oben. Ich finde es toll, dass ihr da seid. Ihr seid super. So, darf ich schon vier Leute aussuchen oder soll ich noch ein bisschen warten? Ich darf schon vier Leute aussuchen, dann hätte ich dich sehr gerne. Caro, du bist auf jeden Fall auch auf die Bühne. Wir spielen mehrere Runden, okay? Du bist in der zweiten Runde dabei. Wenn das in Ordnung für dich ist, Mert, super. Dann möchte noch, pass auf. Was ist das? Ja, du kannst jetzt gleich auf die Bühne kommen, du spielst auch mit. Du kommst jetzt auch hoch, pass auf. Und dann brauchen wir noch, du darfst auch noch mitspielen. Ist das okay für dich? Dann haben wir nämlich zwei Frauen und zwei Herren. Das wäre nämlich super. Auf geht's, Meister, hoch jetzt mit dir. Jetzt, wofür ist das? Ach, für die, Test. Okay, also ich glaube, wir setzen uns dann hier hin. Das ist, ich habe wirklich keine Ahnung, was wir machen. So, jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Haben wir hier Ton drauf? Wir haben noch keinen Ton drauf. Caro, ich finde es schön, dass du hier bist. Ja, jetzt. Ja, warte. Ich wollte gerade sagen, sag mal irgendwas, einfach nur Test. Test? Wunderbar. So, also du bist die Caro. Ja. Wo kommst du her? Ich komme hier aus der Gegend, ich wohne gerade aber in Frankfurt. Okay, und da ich ja gar nicht weiß, was du tust, was machst du denn in Frankfurt, Caro? Ich bin Flugschüler, ich bin Pilot. Das ist super. Und als Pilotin, also kann man da auch alleine fliegen oder braucht man da einen Begleiter? So ein Sohn, weißt du. Ich weiß, danke. So, Meister, einen wunderschönen guten Tag, wie heißt du? Ich bin der Sebastian. Grüß dich, Basti. Du bist Zelda-Fan, vermutlich. Ja. Dein Lieblings-Zelda, wir müssen dieselbe Frage stellen. BOTW natürlich. BOTW, wir haben nur BOTW-Fans, das ist sehr schön. Und wie heißt du online? ShyGuy06. Das richtig. Wollte ich nur kurz mal sagen, weil ich dich vorhin gedisst habe. Das tut mir sehr leid. Ja. So, dann dich habe ich gerade eben schon etwas peinlich berührt. Da möchte ich mich noch entschuldigen. Aber noch mal ganz kurz, wie heißt du? Annalena, freut mich. Und ihr kommt aus Nähe Ingolstadt? Genau. Sehr schön. Und neben BOTW, also Zelda, hast du noch so Spiele, die dir gefallen? Eigentlich weniger. Nur also, Zelda? Ja. Voller Zelda-Fan? Ja, das heißt, ist dann der Nachfolger auch schon vorbestellt? Noch nicht? Er hat's vorbestellt. Sehr schön. Und dann in der Packung ist dann der Ehering. Oh Gott. So, und Meister, wie heißt du? Ich bin der Hendrik. Das freut mich sehr. Hendrik, du musst jetzt gleich Holz fällen. Glaubst du, du gewinnst? Ich denke schon. Hast du schon mal in deinem Leben Holz gefällt? Nee. Habt ihr so einen Kamin oder so einen Kachelofen daheim? Nee, haben wir nicht. Oh, das ist aber schwierig. Also ich hoffe, ihr schafft das. Ne? Aber ich muss dich auch fragen, was ist dein Lieblingsspiel? Das neue Pokémon, das ist eigentlich ganz geil. Das neue Pokémon. Haben wir noch mehr Pokémon-Fans hier? Haben wir... wunderbar. Schau mal, du hast ja auf jeden Fall. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Also was muss bei dir immer ins Team rein, wenn du ein Playthrough machst? Also natürlich der Starter. Ja, muss sein. Und dann
Ja, und dann halt noch, keine Ahnung, irgendwelche Pokémon, die man halt so im Verlauf der Spielzeit... So aus der du machst immer so ein Team aus der aktuellen Generation, jetzt nicht so, keine Ahnung, Glurak muss immer rein, sondern... Also mir waren auch schon ein paar Mal Pokémon bei meinem ersten Playroom-Team, die halt auch aus anderen Gens halt waren, aber schon meistens halt Pokémon aus der neuesten Gen. Cool, und hast du so ein Lieblings-Pokémon, wo du so sagst, so, das ist super cool oder da habe ich eine nostalgische Verbindung zu oder irgendwie sowas in die Richtung? Ich würde schon sagen, so Quajutsu, so, weil XY so, dass die ersten Pokémon-Games waren, die ich so richtig gespielt habe. Sehr cool. Dann hast du auch das Ash-Quajutsu gehabt? Ja, natürlich. Sehr geil. So, hinter mir wird schon hier vorbereitet. Ich glaube, ihr könnt auch schon mal Platz nehmen. Also ihr dürft euch hinsetzen, wo ihr euch wohlfühlt. Es können die Frauen sich zusammensetzen, ihr könnt euch gemischt hinsetzen, wie ihr happy seid. Ihr habt auch hier so wunderschöne Kissen. So, da ist ja auch schon, aber mit 4 Kameraperspektiven, leck mich am Arsch, ist das krass. Das Mikrofon behalte ich jetzt hier einfach mal. Ich weiß gar nicht, mein Tontechniker, wo sitzt denn der gerade? Ah, der kommt da die Leiter runter, wunderbar. So, also, ich würde euch jetzt gern was zum Spiel erzählen. Ich habe keine Ahnung. Das wäre mir sehr unangenehm an deiner Stelle. Kein Problem, wir schieben das jetzt einfach hier ein bisschen beiseite. So, kein Problem. Das Kissen kannst du trotzdem nehmen. Da kannst du vielleicht auch nachher, wenn du verlierst, dann mal kurz dein Gesicht drin vergraben. So, also ich glaube, am besten lest euch das Ganze. Ich würde sagen, Learning by Doing ist eigentlich am effektivsten. Ich glaube, ihr könnt euch alle mal kurz euren Controller schnappen. Ich kann es uns einmal kurz erklären. Ich wollte gerade sagen, gib uns doch mal ein ganz kurzes Tutorial. Bitte gern. Also, liebe Leute, wir spielen jetzt ein kleiner Vorgeschmack auf später dann. Wir spielen jetzt ein Spiel namens Timberman. Bei diesem Spiel geht es darum, dass ihr jeweils einen Baum fällt. Das ist super simpel. Ihr könnt den Baum entweder von rechts fällen oder von links fällen. Es geht um Schnelligkeit, aber auch Genauigkeit, weil wenn ihr den Baum fällt, dann kommt von oben womöglich ein Ast herunter. Das heißt, dann ist wiederum wichtig, dass ihr entweder links oder rechts steht. Ihr könnt nichts anderes tun, als auf einem Button den Baum von rechts fällen und auf dem anderen Button den Baum von links fällen. Wir schauen uns das einfach mal in der Testrunde an, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, dass wir hier auch die Player richtig zuordnen, aber ich vermute mal, die Kameras sind so eingestellt, dass der jeweilige Spieler bei seinem Baum ist. Sollte grundsätzlich sein, wir schauen mal, ob es stimmt dann. Okay. Also, eine Person darf mal, ich glaube, du bist es, darfst mal B drücken. Und dann geht es auch schon los mit Runde 1. So, jetzt schauen wir mal. Caro, welche Figur bist du? Du sollst weiter Baumfeld. Das ist nicht so gut. Das ist ja sehr unprofessionell, Entschuldigung. Welche Figur spielst du? Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, welche Figur du spielst? Hack einfach mal nicht. Ich glaub, du bist die hübsche Landkarte. Meister? Welchen Charakter spielst du? Also ich glaube, ich spiele die... Also der jetzt gerade auf dem letzten Platz gelandet ist. Ich glaube, der auf dem dritten Platz. Caro, bist du dann diejenige auf dem letzten Platz? Dann tauschen wir doch einfach mal. Wer warst du? Du warst die Prinzessin. Gut, dann sollte das passen, dann tauschen wir. Die Prinzessin müsste ja dann eigentlich eher spielen, oder? Das ist ein Spiegel. Entschuldigung, du machst das. Du bist großartig, du machst das. Und ihr beiden, wer wart ihr? Kamerabild. So, wir spielen diesmal einfach eine. Das ist einiges einfacher. Und zwar würde ich sagen, ich logge dich jetzt mal ein. Dann darfst du einmal einloggen. Hier bitte noch nichts drücken. Du darfst hier einmal auf A einloggen. A. Nein, das ist das falsche A. Das ist das richtige A. Dann suchst du einen Charakter aus. Log ihn einmal ein. Dann darfst du schon einmal A drücken zum Einloggen. Sehr cool. Und dann darfst du bitte einmal A drücken und einen Charakter auswählen. Super, wenn ihr alle bereit seid, dann alle noch einmal A drücken und dann sollten wir auch schon starten.
Jetzt ist es ein Rennen, aber gleiches gilt. Ich bin aber auch im Elternkern. Das ist mit dem Beamer alles nicht so einfach. So. Okay, Meister. Da war sehr cool. So, gibt es, pass auf, Mert, wo bist du da? Du hast dich schon gemeldet. Du darfst gleich hoch auf die Bühne kommen für die zweite Runde. Du hast auch Bock? Alles klar, hoch mit dir. Jetzt brauchen wir aber noch weibliche Teilnehmer. Mindestens eine weibliche Teilnehmerin möchte. Pass auf. Hat jemand von euch Lust zu spielen? Einfach nur du?
Doch, du musst nur spielen. Ich interview dich auch nicht peinlich, versprochen. Du musst dich keinen unangenehmen Fragen von mir stellen. Sehr schön. So, und noch einen oder eine vierte? Ja, dann das ist aus meinem Minecraft-Team. So, die müssen hochkommen. So, ganz kurz, ihr müsst euch... Ey, Meister, hallo? Du kommst jetzt erstmal vor. Du musst dir erstmal vorstellen, wer du bist, was deine Ziele sind. So, grüß dich, wie heißt du? Moin, ich bin der Ralf. Das freut mich. Wodurch kennst du mich oder wodurch kennen wir uns? Durch Hubcraft. Richtig, das ist unser Minecraft-Projekt, aber ich will jetzt hier keine Eigenwerbung machen. Hast du schon mal Holz gefällt im echten Leben? Nee. Noch gar nicht? Noch nee. Keine Axt geschwungen? Nee, noch nie. Das ist okay. Glaubst du aber, du gewinnst? Bist du so reaktionsschnell? Kann, ja, vielleicht. Mal schauen. Wunderbar. Ralf, setz dich schon mal hin, such dir einen schönen Platz. So, keine Sorge, ich stelle dir keine unangenehmen Fragen. Wie heißt du? Luisa. Das freut mich sehr. Hast du schon mal Holz gefällt im echten Leben? Nein. Hast du schon mal ein Baumhaus gebaut? Nicht. Auch nicht, okay. Aber ich glaube, du hast auf jeden Fall eine Chance, hier was zu reißen. Spielst du privat irgendwas? Ja, klar. Was spielst du? Sehr gerne? Zelda. Zelda, ey, das ist ja ein Zelda-Fan nach dem anderen. Ich finde das großartig. So, du darfst dich auch schon mal hinsetzen. Setz dich einfach neben Ralf, der ist super. So, grüß dich. Du, Frühstarter, der sich schon hingesetzt hat. Wie heißt du? Philipp heiße ich. Philipp, grüß dich. Du bist vermutlich das erste Mal hier. Ich weiß, die Frage ist total hohl, weil das erste Mal ist, dass die Messe stattfindet. Wie hast du hiervon erfahren? Ich glaube, über das Internet und von dem Kumpel tatsächlich auch noch, der dann gemeint hat, ob ich nicht Lust habe, hierher zu kommen. Das heißt, ihr seid zu zweit hier? Genau. Ist dein Kumpel da hinten, ne? Grüß dich, Meister. So, was spielst du privat am meisten? Puh, unterschiedliches. Viel Fighting Games. Okay, also Street Fighter, Tekken, alles in die Richtung oder eher Smash Bros? Smash weniger oder eigentlich kaum, aber genau, Street Fighter, Tekken, Guilty Gear, BlazBlue, alles, was Rang und Namen hat in dem Bereich. Und Indie-Spiele spiele ich halt ganz gern. Ah, dann bist du ja hier eigentlich hier top auf. Richtig. Warst du schon mal oben in der Indie-Area? Ich war da, aber ich habe noch nichts gespielt. Okay, pass auf, dann setze ich jetzt erstmal hin, dann darfst du schon mal Holzfällen gehen. So, Mert, grüß dich. Ich habe jetzt deinen Namen schon gespoilert, also du heißt Mert, ne? Liege ich damit richtig? Was spielst du privat? Zelda Breath of the Wild Randomizer. Ich frage euch gar nicht mehr, ihr spielt alle Zelda. Mert, Randomizer, das ist super, das ist die beste. So, setz dich hin, pass auf. Noch nichts drücken. Du hast ein Mikrofon, ich übergebe wieder dir das Wort zum Erklären des Modus. Ihr werdet es heute noch mehrmals hören. Bitte nichts drücken. Du hast es schon gehört. Ihr werdet es auch noch öfter hören. Wir stellen einmal kurz gemeinsam ein und dann können wir schon losstarten. Ich dürfte dich einmal bitten, A zu drücken. Wunderbar. Ihr anderen dürft es auch bestätigen. Ich glaube, ihr beiden dürft es noch bestätigen. Ja, perfekt. Das dürft ihr auch bestätigen, das passt gut so. Noch einmal A drücken, alle. Perfekt. Wir spielen jetzt ein Spiel, das ein bisschen so aussieht wie Tetris. Es ist auch fast Tetris, aber mit Physik. Das heißt, wenn ihr Blöcke aufeinander stellt, dann stellt sie möglichst genau aufeinander, ansonsten kippen sie nämlich. Also, Tetris, aber mit Physik. Wir schauen uns das einfach mal in einer Testrunde an. Wir dürfen einmal alle A drücken. Ralf, ich setze dich mal zu dir. Gehen auf wir konnten jetzt rein, rennen, bitte schön. Ich kippe hier sehr gefährlich auf diesen Getränkekästen. Wenn ich gleich nicht reinstürze, noch einmal bestätigen, bitte. Auch bestätigen, passt gut. Und einzelnes Spiel. Das ist einmal kurz die Steuerung für alle, die mitschauen möchten, wenn ihr es soweit euch mal anschaut habt. Ich glaube, wir brauchen noch einen R-Press. Das Wichtigste ist, mit dem linken Stick könnt ihr verschieben, wo ihr was runterfallen lasst, und mit A könnt ihr den Ziegel drehen. Das ist mal das Wichtigste. Wenn du nach links oder rechts drückst, geht es nur einen halben Block nach links oder rechts. Heißt, wenn man die Sachen sauber einbauen möchte, muss man quasi entweder den Ziegel anstoßen oder zweimal in die Richtung du drücken. Du kennst das Spiel schon? Ja, ja. Dann werde ich dich besonders ablenken, Meister. Mach das. Passt. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ich glaube, wir testen einfach einmal eine Runde. Alle bitte einmal A drücken und dann geht's auch schon gleich los. Wunderbar. Wir schauen uns das gerne einmal gemeinsam an. Tetris, aber mit Physik. Yeah! Achtet mal auf die Blöcke, was mit den Blöcken passiert, sobald die auf den Boden unten knallen. Da kann es sein, ganz rechts, da sieht man schon, da kippt ein bisschen etwas auf die rechte Seite. Also Hübi, wie schaut es mit deinen Tetris-Fähigkeiten aus? Mit meiner Tetris-Fähigkeit? Hast du schon mal Tetris 99 gespielt? Nein.
Das gibt es für die Switch, das ist Tetris quasi Battle Royale. Also man spielt Tetris gegeneinander und das habe ich sehr gesucht. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Tetris-Profi bin, aber im Multiplayer spiele ich es gerne, alleine finde ich es voll langweilig. Das ist. Also ich kenne den Tetris-Multiplayer noch, wir haben zwei Gameboys zusammengehangen mit einem damals, Kabel. Da im Ersten Weltkrieg, als dein Opa dann, ja, ja der kenne ich. Hatten sonst nicht. Ja richtig, wir hatten kein Essen, kein Trinken, nur unseren Gameboy mit Tetris. Aber jetzt sehen wir schon, der eine Profi, den wir da im Spiel haben, der scheint sich tatsächlich richtig gut auszukennen, hat schon auch Power-Ups eingesetzt, das ist jetzt besonders fies. Es gibt auch Power-Ups, die können kurzfristig beispielsweise einen anderen Stein von einem anderen Spieler ihn wegkicken oder womöglich sogar den ganzen Turm auch noch hier fest eisen. Aber es geht erstmal um die Plätze dahinter. Wir schauen erst mal, wie es in dieser ersten Testrunde läuft. Aber da mal eine Frage, wie setzt man den Power-Ups ein? Weil er scheint ja der Einzige zu sein, der die Power-Up-Fähigkeit entdeckt hat. Ich glaube, also das war das, was vorhin mit schwarzer Magie. Tobi, du stehst wirklich äußerst unterschiedlich im Beamer. Ich finde es großartig, dass du Videos machst, aber du musst da immer ein bisschen an unsere Zuschauer denken. Wir sind das hier gar nicht, was ich jetzt. So, also, dir müssen wir noch irgendein Handicap geben. Das ist natürlich, du kommst natürlich mit ein bisschen Vorwissen rein. Wir können es auch so machen, dass ich die erste Hälfte spiele und du versuchst dann meinen misslungenen Spielstand zu retten. Machen wir das. Pass auf, dann lege ich das Mikrofon mal ganz kurz hier an. Nein, passt, ich gebe dir das Mikrofon. Und du kannst dann das, was ich dir die Steuer zeigen. Hast du schon gesehen, es gibt auch so Power-Ups. So, Power-Ups können unterschiedliche Sachen machen. Zum Beispiel den Turm ein bisschen fester machen, also einzementieren oder wirklich einzelne Steine einfach anlegen am Turm. Genau, das sieht man auch hier ganz gut mit dem Verästeln mit diesen grünen Dingern. Das ist dann wesentlich stabiler, wie wenn du die so brauchst. Zum Beispiel das hier rechts wäre nicht gegangen ohne das Verästeln. Ja, eine Sache wollte ich auch noch fragen. Deine Steine sind alle grau geworden. War das auch ein Power-Up oder nee, ist das nur ein Skin? Das ist nur ein Skin. Ah, okay, verstanden. Alles klar. Das heißt, man kann die auch reinpayen und Skins kaufen und Tausende von Euro ausgeben? Ich glaube, es gibt 5 Standard-Skins oder Steinfarben oder Formen. Ja. Und ich glaube, ein paar kann man tatsächlich kaufen. Okay, wunderbar. Aber es hält sich meines Wissens in Grenzen. Starten wir doch gerne einfach nochmal eine zweite Runde, oder? Wollte gerade sagen, dann starten wir ein Rückspiel. Bin ich bei dir in der Kamera, dass auch unsere Online-Leute, pass auf. Ja, wunderbar. Okay, pass auf. Oh, wie drehe ich? Kann ich drehen? Den unteren Knopf mit A, genau. Ah, wunderbar, pass auf. Immer quasi genau 2 nach links oder rechts. Ja. Genau, die will ich genau einmal drehen. Perfekt. Ah, wunderbar. Da kommt die Tetris noch raus. Das ist sehr verwirrend, dass ich ganz helfen. Links hinstellen? Ja, Meister. Wir sind Profi. Einmal drehen und dann hinten. Den Opfer wir. Es ist ein Bauernopfer. Man muss auch ab und zu mal. Wir sind ja im Krieg. Also, Gaming ist Krieg, das wissen wir alle. Ganz rechts. Ah ja, das stimmt aus. Du hast vollkommen recht. Wichtig ist eine stabile Basis. Und irgendwann, wenn man weit genug oben ist, kann man anfangen, riskantere Sachen zu bauen. Damit man so. Oh, das ist gut. Jetzt wird es ärgerlich. Jetzt wird es schwierig, aber kriegen wir schon hin. Wie kann ich Power-Ups oder woher dass ich Power-Ups habe? Das über deinem Charakter ist. Nein, wir haben Schwund. Die Basis steht noch. Oh, der ist. Pass auf, den Opfer ist direkt. Ja, genau. Auf den hab ich gar keinen Bock. Und dann einmal drehen und rechts hin. Ja. Jawohl. Oder, pass auf, da bauen wir jetzt. Zentral. Wer ist denn hier Spieler, der zweite Spieler von links? Bist du das, Luisa? Wir beide haben gleich ein Problem, wenn du jetzt hier gewinnst. Nein, Spaß, du machst das großartig. Kann ich verästeln? Oder jetzt? Linker. Links. Ich hab direkt gesprochen. Ah, wunderbar. Ja, den reinsetzen. Jawohl. Oh. Und jetzt am besten den Hochkant stellen und da drauf dann. Um ins Ziel zu kommen. Ja, das ist ein bisschen wackelig vielleicht. Oh, Meister, bist du sicher? Meister, das war ein Nah. Egal, wir haben die nächste Chance. Einmal drehen, nochmal drauf und den oben drauf. Ja. Jawohl. Ja. Sehr gut. Du bist der beste Coach, den man haben kann. Du bist der Hammer. Luisa, du hast mich ganz schön in Schwitzen gebracht, weißt du das? So, pass auf, dann nehme ich das Video, du darfst den nehmen. Die machen aber alle relativ gut, ne? Da ist am Ende der dein Turm komplett zusammengebrochen, was du das? Oh, weißt du, alles gut, das Spiel ist ziemlich teuflisch. Wenn man ein falsches Zeichen setzt, Feierabend. Ja, dann hast du komplett verloren. Das ist sehr schön. Haben wir noch was wir machen können? Ja, gern. Nee, also, wenn ihr euch zwischendurch denkt, sieht eigentlich ganz spaßig aus, möchte ich auch mal spielen, gern einfach anmelden, um ungefähr 13.15 Uhr, 13.20 Uhr starten wir dann hier nochmal mit vielen anderen Spielen. Wir, glaube ich, können noch eins euch zeigen vorneweg.
Ihr seht, es sind alle Spiele, die sehr schnell gelernt werden können, die kein Vorwissen brauchen. Tetris-Vorwissen bringt ja auch nicht sonderlich viel. Von daher, wir sagen einmal Dankeschön, einen großen Applaus bitte. Einen Applaus für bitte für unsere Teilnehmer. Ralf, das ist, du hast leider nicht gewonnen, aber es ist okay. Das ist Pech, in der Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Vielleicht ist deine große Liebe schon irgendwo hier. Du musst sie nur noch finden. Ja, vielleicht. Oder bist du in einer Beziehung? Oder nicht, dass ich jetzt deine Freundin verärgere. Alles klar. Nee, vielen Dank, Luisa. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. So, du Meister, du hast alle abgezogen, aber das ist okay. Trotzdem schön, dass du da warst. Du hast einen guten Coach, sehr guter Coach. Mert, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Du darfst wieder runter. So, vier Leute brauche ich jetzt nochmal. Hat jemand Lust? Wunderbar, Meister, komm hoch. Ihr beide, genau, Michael. Dann habt ihr beide? Gehört ihr zusammen, ihr beide? Nee, ihr seid, okay, pass auf, dann kommt ihr einfach beide hoch. Dann haben wir schon vier, wunderbar. So, kannst du uns schon sagen, was das nächste Spiel ist, das wir spielen? Ja, das nächste Spiel heißt Must Dash Amigos und ist ein Racing Game. Oh, schön, pass auf. Jetzt, Meister, du musst noch ganz kurz vorkommen, wir müssen eine kleine Vorstellungsrunde machen. Pass auf, ich komme jetzt einfach mal hier rüber. Grüß dich, wie heißt du? Nandi. Freut mich. Was ist dein Lieblingsspiel? Sag bitte nicht Breath of the Wild. Minecraft. Sehr schön, da hast du da schon große Minecraft-Fans sitzen, ne? Sehr geil. Spielst du das normale Minecraft oder mit Mods oder Online-PvP-Server, alles? Eigentlich alles, hauptsächlich alles? Aber Multiplayer. Okay, so also einfach gemeinsam irgendwelche coolen Städte bauen und alles in die Richtung? Ja, und so halt Minigames? Minigames. Ah, sehr cool. Meister, dann guck mal, ob deine Minigame-Erfahrung dir hilft. Du darfst dich schon mal hinsetzen. So, einen wunderschönen guten Tag. Wie heißt du? Julia. Das freut mich. Was ist dein Lieblingsspiel, Julia? Super Mario Sunshine. Darf ich dich einmal ganz kurz drücken? So, das ist wunderbar. Es gibt viel zu wenig Liebe für Mario Sunshine draußen. Hast du dann auch einen Gamecube? Ja. Ja, sehr cool. Passt. Du darfst dich hinsetzen, Julia. Also mit Mario Sunshine hast du schon ganz einen Platz weit oben in meinem Herzen. So, Meister, grüß dich. Hi. Wie heißt du? Michael. Ja, ich habe dich vorhin schon ein bisschen beleidigt. Es tut mir sehr leid auf der Bühne. Ne? Ich brauche dein Lieblingsspiel. Hollow Knight. Hollow Knight. Haben wir Hollow Knight-Fans hier? Das ist, da hast du jemanden. Wunderbar. Wann kommt Silksong? Nie. Sehr cool. Darfst dich hinsetzen? So, du hast dich vorhin schon ganz fleißig gemeldet. Meister, wie heißt du? Manuel. Manuel, was ist dein Lieblingsspiel? Schwer zu sagen, habe viele verschiedene. Okay, was glaubst du, wo du so deine meiste Spielzeit drin versenkt hast, wenn du so einmal so eine gespielte Stunden auflisten würdest? So, früher war es Mario Galaxy auf jeden Fall. Okay, nur Casual oder auch Speedrun? Casual, ja. Aber sonst eher Mario Kart 8 Deluxe. Ah, wunderbar, also voll in der Mario-Ecke angesiedelt. Wunderbar, da bin ich auch. Da kommen gute Leute her, habe ich mir sagen lassen. Aber damit Mario Kart-Erfahrung, Racing Game, vielleicht läuft es ja. Du darfst dich hinsetzen, Meister. So, wir brauchen dann, hier werden schon wieder Anweisungen an unsere Teilnehmer gegeben. Noch richtig schön auf Papier ausgedruckt. Wir sind auf einer Gaming-Messe, aber Tutorials müssen immer noch auf DIN A4 Papier ausgedruckt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. So, grüß. Wolltest du was sagen? Du hast so. Okay, wunderbar. Ich dachte nur, du wolltest mir etwas mitteilen. So, wir sind auch hier. Mittlerweile auch nochmal Grüße. Wir dürfen die nie vergessen bei so Events. Grüße an alle Online-Zuschauer. Es ist zwar schön, dass ihr online zuschaut, aber ich will euch spätestens nächstes Jahr hier auf der Messe sehen. Haben wir uns verstanden? Sehr schön. So, das war nicht die Kamera, ne? Das war die da hinten. Ich habe voll verkackt. Verdammte Axt, passt auf. Wir machen das nochmal. Jetzt bin ich drin. Super. Liebe Online-Zuschauer, ich finde es großartig, dass ihr hier seid. War ich das? Bitte schön, nein, das war nicht ich, oder? Ich mache nur hier Ansagen. Bitte schön. Genau so ist ich will es. Euch nächstes Jahr hier auf der Messe sehen. Na? Haben wir uns verstanden? So, jetzt bin ich schon weg. So, wir können einmal gerne kurz erklären, worum es geht. Ich setze mich wieder kurz zu dir, wenn das in Ordnung ist. Wir können gerne in die Ingame-Szene gehen, bitte. Bist du der Blaue, Pedro? Ach stimmt, es ist ja gespiegelt. Ah ja, oh, aber jetzt haben wir ein anderes Layout. Okay, pass auf. Also, wir sind welche Farbe hier bist du? Bist du grün? In einem wunderbaren Spiel grün. Okay, dann müssen wir es ganz Must kurz. Dash okay, dann haben wir Amigos. Ich erkläre einmal kurz das Game. Entschuldigung, mein Fehler. Das Game heißt Must Dash Amigos. Es ist ein Racing-Game und es ist ganz simpel. Es geht darum, die Personen, die aus dem Bildschirm fliegen, scheiden aus. Die Kamera ist aber immer fokussiert auf die Person, die am weitesten vorne ist. Also sehr simples Prinzip. Wir sehen uns das einfach einmal in Bewegung an, würde ich sagen. Dann dürfen wir einmal starten. Einmal alle bitte auf A drücken zum Bestätigen. Alle auf Ready. Genau. So, ich muss noch mal ganz nochmal A. Welche Farbe ist?
Gelb. Gelb, okay. Und wir spielen schon die erste Runde Must Dash Amigos. Genau. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist eigentlich wer, dafür gibt es oben die Color Codes. Ihr seht also, welcher Charakter in welcher Farbe zu welchem Videobild gehört. Genau, das ist auch hier passt. Lieber Hübi, viel Spaß. Das passt auch hier. Hier auf das Ding, genau. So, und ihr müsst jetzt quasi. Ey, irgendjemand ist nach hinten abgebogen und hat sich suizidiert. So, hellblau, du liegst hier vorne. Ist das. Ich schließe mal Finger Racing Game. Mario. Dir ist aber jemand noch ordentlich auf dem Pferd, ne? Meister, du musst. Ich hoffe, du weißt, wenn du jetzt Gas gibst, dann bist du raus. Tequila. Ja, du bist dunkelblau und wenn du jetzt nicht gleich aufpasst, dann ist Feierabend. Ja. Das ist, du kratzt quasi am Hungertod. Oh. Das ist okay, das ist die nächste Runde gehört dir. Das geht ja recht schnell. Ich weiß gar nicht, wer von euch Spieler 1 ist. Oh, es geht instant wieder los. Entschuldigung. So, Meister, ich will dich jetzt auf dem ersten Platz sehen. Okay. Ja, okay. Es sieht aber, ich muss mir ehrlich sein, es sieht äußerst spannend aus. Oh. Bist du Avocado besser? Geht so. Eher nicht so. Ich habe ja gehört, wenn man viel Avocado isst, dann fördert man den Klimawandel, weil die über die ganze Welt verschifft werden müssen. Fühlst du dich jetzt schlecht? So, wir sind wieder nur noch zwei Spieler. Es sind wieder Kies und Dunkelblau. Ich hüpfe mal ganz kurz durch. Entschuldigung. Es ist immer wieder sehr knapp. Meister, warum gehst du mal raus? Ja, weiß ich nicht. Pass auf, ich setze mich jetzt zu dir und dann kommentiere ich einfach, was du tust und dann wirst du einfach komplett gewinnen, okay? Jetzt müssen wir aber erstmal schauen, wer von den beiden hier noch das Rennen macht. Oh, der hat, glaube ich, nichts Gutes vergessen. Da kommt nochmal die Bombe nach hinten. Oh, ich glaube, das war jetzt eher, da hat uns, glaube ich, eher Selbstschaden gemacht. Hellblau fällt jetzt nach hinten mit dieses Türkis. Dunkelblau übernimmt die Führung. Es wird äußerst knapp. Ihr werdet, glaube ich, von brennenden Lamas verfolgt. Sehe ich das richtig? Ganz normale Dinge, die so im Alltag passieren. Und was ist eigentlich dieses Buch? Wisst ihr, was dieses Buch bedeutet? Keine Ahnung. Das, oh! Was ist jetzt passiert? Das, Kollege, das ist... Alles wiederholt sich. So, pass auf. Du bist Lila, ne? Pass auf. Gib Gas. Du fliegst sicher als Erster raus. Du findest deinen Personal Coach. Schön die Info, wir nehmen großartig. Oh, ich glaube, du hast sogar die Führung genommen. Na, das sieht gar nicht schlecht aus. Du bist noch sehr gut im Rennen. Fühl dich auf jeden Fall nicht von mir unter Druck gesetzt. Ich will, dass das ganze Publikum alle für Lila sind. Lila ist großartig. So, ich bin aber dunkelblau, ist ganz weit hinten. Das sieht nicht cool. Ist immer schön die Innenkurve nehmen. Das habe ich damals als Kind von der Einzelpunkte von Michael Schumacher gelernt. Immer die Innenkurve nehmen. Oh, Meister, nein! No! Ey, du spielst nicht schlecht. Das ist das dritte Mal, dass du gewonnen hast. Das ist sehr, sehr, sehr schön. So, ich glaube, hier hinten, ich weiß gar nicht, wie lange dürfen wir eigentlich machen? Wie lange haben wir? Ich mache gerne mit dir gemeinsam. Aber ich muss auch noch immer was trinken und was essen. Aber ich kann dann nachher noch mal auf die Bühne hochkommen, falls ich hier willkommen bin. Das ist immer die andere Frage. So, pass auf. Eine Runde spielen wir. Pass auf, wir machen es mal andersrum. Ich möchte auch mal eine Runde spielen. Pass auf, du nimmst jetzt das Mikrofon. Und ich. Was muss ich. Oh. Okay, gibt es irgendwelche Knöpfe, die ich drücken muss? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit verloren. Okay, aber ich meine, die Leute setzen irgendwelche Items ein. Ich frage mal die anderen Teilnehmer. Gibt es hier irgendwelche Knöpfe, die ich drücken muss? Nur X. Okay, damit setze ich Items ein. Okay, das ist ich. Also irgendwie, ich glaube, das liegt an der lilanen Spielfigur. Ja, glaube ich auch. Ey, Glückwunsch, weil das ist dein erster Sieg. Pass auf, ich setze mich jetzt mal ganz kurz hier rüber, weil ich muss jetzt hier mal Türkis mal ganz kurz rausnehmen. Du gewinnst mir hier zu häufig. Ich finde es großartig, dass du drüber spielst. Du darfst das Mikrofon ganz kurz übernehmen. Ich muss nur X drücken, oder? Ist das richtig? Okay. Und was sind die besten Items und was für Erfahrungen gemacht? Ich bin Türkis, ne? In der Niesstange. Ah ja, das ist. Ich fliege! Ich bin ein Geist. Sehr schön. Oh, pass auf. Orange, das bist du, Michael, ne? Sind wir beide gerade die führende Beine? Oh, Lama-Attacke. Ich muss sagen, oh, Michael. Michael, wenn du mich jetzt nicht gewinnen lässt, banne ich dich für 2 Wochen aus meinem Livestream. So, da bin ich für mich. Oh nein, das sieht nicht gut aus! Nein! Oh,
verdammt, oh. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder in meinem Livestream-Chat. Nein, Spaß. Nee, ich glaube, das passt. Ich glaube, es ist auch jetzt kurz nach... Ach, es geht nochmal los. Ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass wir Feierabend machen, Kollege. Nein, passt. Ich schicke euch wieder runter. Ich glaube, unsere Mittagspause ist vorbei. Das nehme ich sehr. Einmal bitte nochmal ganz kurz Applaus für unsere 4 Teilnehmer. Das ist sehr lieb von euch. Dankeschön. Ich mache noch ganz kurz eine Verabschiedung, dann übergebe ich dir die Bühne. Ist das in Ordnung? Oder möchtest du noch was sagen? Wir können gerne nur weitermachen, wenn du magst. Oder ich, muss echt was essen. Ich habe sehr Hunger. Alles klar, so, machen wir so, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Es war ein bisschen chaotisch, gebe ich zu. Ich hätte eigentlich gerne mit euch Viewergames gespielt, aber ich fand, das war jetzt eine sehr, sehr schöne Überbrückung. Ich gehe jetzt noch ganz kurz was essen. Ich hoffe, wir sehen uns noch auf der Messe. Ich geiste hier heute den ganzen Tag rum. Also ich nehme mir Zeit für jeden, der Lust hat, mit mir zu quatschen. Ich gehe jetzt noch kurz was futtern. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das war die improvisierte Mittagspause von mir und wir sehen uns nachher. Dankeschön. Sonst nimm mal die zweite Coin. Mach es oder weiter. So.